Also ich muss zugeben, Deo und ich, wir haben eine sehr innige Verbindung. Weil ich einfach niemals schlecht riechen möchte. Das Angebot ist ja riesig. Es gibt Sprays, es gibt Zerstäuber, es gibt Deo-Roller und gerade auch sehr in die Deo-Creme. Was ist davon am nachhaltigsten? Und was ist mit Aluminium als Inhaltsstoff? Bedenklich oder nicht? All das finden wir jetzt raus. Ja, ne? Beginnen wir mit den Fakten. Es gibt Antitranspiranten und Deos, obwohl man eigentlich zu beidem Deo sagt. Bei Antitranspiranten ist in der Regel Aluminium drin, das hemmt die Schweißbildung. Bei Deos schwitzen wir ganz normal, die versuchen allerdings den Geruch zu neutralisieren. Wir in Deutschland nutzen mit Abstand am liebsten Sprays, gefolgt von Roll-Ons und Zerstäuber. Die Deo-Creme hat den geringsten Marktanteil. Jetzt frage ich mich noch, was ist euch bei einem Deo wichtig? Inhaltsstoffe, Verpackung? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Deo nutzt fast jeder von uns. Allein in Deutschland wurden 2019 255 Millionen Sprühdeos verkauft. Jetzt ist klar, wenn mein Deo leer ist, dann habe ich Müll. Und dieses Problem lässt sich zumindest weitestgehend vermeiden, indem ich mein Deo selbst herstelle. Problem? Ich bin skeptisch, ob das dann auch wirkt und ich habe absolut keine Ahnung, wie es funktioniert. Darum habe ich die kompetenteste Deo-DIY-Expertin, die wir finden konnten, an meiner Seite. Hallo Shia, grüß dich. Hi, die kompetenteste Nichtstinkerin. Sozusagen. Du machst dein Deo selbst. Ich frage mich als allererstes, warum? Erstens mal, weil es total einfach ist, weil es Spaß macht und weil ich dann festgestellt habe, es wirkt viel besser als jedes andere Deo, das ich jemals hatte. Ist das tatsächlich so? Das ist so. Ich werde das in einem sehr strikten Test probieren. Du musst dann richtig schwitzen. Das werden wir hinkriegen. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben seit langer Zeit Sport machen. Was kommt rein in ein selbstgemachtes Sprühdeo? Gar nicht so viel. Total easy, total günstig. Wir brauchen einmal Wasser. Das hatten wir ja vorher abgekocht und abkühlen lassen. Ja. Für die Haltbarkeit. Und dann brauchen wir einen Teelöffel Natron. Mhm. Dann brauchen wir eine kleine Sprühflasche. Und dann habe ich dir da noch die ätherischen Öle hingestellt. Jawohl, wir haben Teebaumöl und ein Limettenöl. Okay. Genau. Und das war's schon. Das war's schon. Okay, was muss ich tun? Löffel. Ja. Natron ins Wasser kippen. Umrühren. Was macht das Natron denn? Das Natron ändert den pH-Wert. Das sind ja die Ausscheidungen der Bakterien, die dann so stinken. Ja. Gar nicht unbedingt der Schweiß selber. Und die können dann nicht mehr sich fortpflanzen und die Gerüche verbreiten. Okay. Und dann jetzt 8 bis 10 Tropfen Limettenöl rein. 7, 8 mal 10. Oh Gott, das ging schnell. Ich mache nochmal. Na komm. 7, 8 waren es. Hände sind übrigens desinfiziert. Ich kann dir das also rübergeben. Genau, merci. Und 1, 2, 2,5. Das ist okay. Tropfen Teebaumöl, weil auch antibakteriell. Genau. So verbindet sich natürlich Öl mit Wasser nicht ganz so gut. Ne? Das ist normal, oder? Genau, deswegen vor dem Benutzen immer einmal schütteln. Also Tobi, du musst jetzt mal riechen. Ne? Das sind ja auch Cocktailgläser. Es riecht relativ stark nach dem Teebaumöl, witzigerweise. Mich erinnert es ein bisschen an Mojito. Mhm. Aber es riecht nicht schlecht, das muss ich schon sagen. Es riecht erfrischend. Tu noch 2 Tropfen rein. Da kann man auch nicht zu viel nehmen. So. Ja, zu viel geht schon, aber... 1, 2. Ja, besser. Deutlich besser. Limettig. Und das ist jetzt mein fertiges Deo. Das ist jetzt schon ein fertiges Deo. Wie ergiebig ist das? Also muss ich davon viel nehmen, wenig? Also ich sprühe meistens 1 bis 2 unter jede Achsel. Das hält aber dann ja eine relativ lange Zeit. Das hält sehr lange. Und das passt auch von der Haltbarkeit? Das passt auch von der Haltbarkeit. Bei mir ist noch nie was schlecht geworden. Es ist natürlich auch relativ günstig im Vergleich, oder? Ja, total. Man spart richtig Geld. Sogar ordentlich, ohne Sprühflasche, kosten 100 Milliliter des selbstgemachten Deos ca. 80 Cent. Mein gekauftes Deo liegt, je nach Laden, im Schnitt bei 1,77 Euro und ist damit mehr als doppelt so teuer. Und wir machen jetzt aber auch noch festes Deo. Festes Deo funktioniert auch gut. Ich glaube, das Problem ist, dass es dann so ein paar Anwenderinnenfehler geben kann.
Weil bei festem Deo ist die Dosierung von Natron höher. Das heißt, man hat meistens mehr auf einmal. Und wenn man das über Monate benutzt und dann auch das Gefühl hat, ich brauche ein bisschen mehr auf den Fingern, um es gut verteilen zu können, dann gibt es Hautreizungen. Dann denken ganz viele Leute, dass sie das Deo nicht vertragen. Also wirklich nur so ein Stecknadelkopf, das verteilt sich manchmal gefühlt nicht ganz so gut, aber es reicht wirklich. Du bist Game Master, du machst die Ansage. Ich bin Game Master. Ich sage erstmal, was wir brauchen. Wir brauchen 50 Gramm Kokosöl in Bio-Qualität. Das haben wir schon mal schmelzen lassen. Wir haben 50 Gramm Maisstärke und wir haben 35 Gramm Natron. Der Witz ist, das war's schon. Und nach Gusto, wie beim Flüssigen, kann man noch ätherische Öle dazufügen. So, jetzt kommt's. Das Kokosöl in einem kleinen Topf erwärmen und schmelzen lassen ist getan. Dann, wenn es geschmolzen ist, Natron hinzufügen und mit einem Schneebesen, schau schön, das hier, der größte Schneebesen, den ich jemals gesehen habe, verrühren. Dann darfst du jetzt die Maisstärke einrühren, bis alles klümpchenfrei verbunden ist. Also nach und nach. Sieht ein bisschen aus wie ein Kartoffelpüree bei mir jetzt. Ich weiß, ich kann es nicht, aber ich möchte es gern essen. Es riecht so gut nach Kokos. Du kannst es theoretisch essen, das ist unbedenklich. Ich würde ehrlich gesagt auch gar kein Limettenöl bei mir reinmachen wollen. Nee, Kokos riecht schon schön, ne? Ja. Ach, wie schön. Oh, wie es so reintropft, das ist ja schon so super satisfying, ne? Sag mal, beim Deo selbst herstellen, ne? Mhm. Machen wir da was Gutes für die Umwelt? Ja, natürlich. Gerade beim Sprühdeo, das ist ja schon fast wie ein Konzentrat, das Natron, das du reintust. Das Wasser, das kommt ja aus der Leitung. Das heißt, da muss weder die Verpackung, weil ich meine, die Flasche benutze ja immer wieder, noch jedes Mal das Wasser da drin halb um die Welt transportiert werden. Gut, es ist halt eigentlich quasi verpackungsfrei. Klar, du hast beim Limettenöl oder bei Natron, du hast ein bisschen Verpackung, was anfällt. Aber es ist ja auch wieder Konzentrat. Ich meine, guck mal, so aus so einem Fläschchen, also wie viel Deo, wie viele Liter Deo du rausbekommst. Das selbstgemachte feste Deo mit Bio-Zutaten kostet ca. 76 Cent pro 100 Gramm. Damit ist es wieder deutlich günstiger als vergleichbare Deos im Handel. Ich bin begeistert. Also ich bin jetzt begeistert. Also das ging wirklich super schnell. Aber ich bin wirklich gespannt, wie es funktioniert. Herzlich willkommen zum großen Deo-Duell, meine Damen und Herren. Wir machen den Schwitztest und es treten an einmal mein Deo, was ich schon eh und je benutze, und das selbstgemachte Sprühdeo von Shia. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ist euch bei einem Deo wichtig, und eure Top-Kriterien waren Geruch, Schweißunterdrückung und Hautverträglichkeit. Außerdem, wie lange hält es frisch und abfärben. Geht da irgendwas vielleicht auf die Kleidung? Ich habe gerade eben geduscht und ich bin auch schon deoliert. Und zwar auf diese Seite habe ich mein normales Deo gesprüht und auf diese Seite unser selbst hergestelltes. Zwischenstand zur Mittagspause. Ich sitze jetzt seit 5 Stunden hier im Homeoffice und habe mich nicht großartig bewegt, also auch nicht sehr geschwitzt. Aber ja, riecht beides fein. Ich hasse es einfach, es gibt mir gar nichts. Aber gut, los geht's. Alles für die Wissenschaft. Ich hasse Joggen immer noch, Erkenntnis 1. Und Erkenntnis 2, ich bin wirklich überrascht. Ich habe auf beiden Seiten exakt gleich viel geschwitzt. Auf beiden Seiten müffelt's nicht. Das Deo, das selber gemachte, funktioniert. 1A. Und das finde ich richtig krass gerade. Also, Schwitztest bestanden. Das selbstgemachte Deo funktioniert wirklich genauso gut wie mein Lieblingsdeo. Crazy. So, jetzt hat euch noch interessiert, wie ist die Schweißunterdrückung und die Hautverträglichkeit. Hautverträglichkeit, ich habe vorm Joggen mal geschaut, da ist alles fein, das fühlt sich gut an. Und die Schweißunterdrückung, naja gut, die ist nicht da, sind beides, aber auch keine Antitranspiranten. Also schwitzen tut man schon. Ansonsten kann ich noch sagen, der Geruch jetzt so am Ende des Tages, ja, das riecht ein bisschen mehr. Und das hier riecht einfach gar nicht, das riecht jetzt auch nicht mehr zitronig. Aber ich rieche nicht nach Schweiß. Ah, fast hätte ich noch einen Punkt vergessen, das Abfärben auf Klamotten, das war bei beiden nicht der Fall. Ich bin begeistert und ich glaube, ich mache in Zukunft auch mal mein Deo selbst.
ob selber machen aber überhaupt nachhaltiger ist und was wir beim Kauf von Deos beachten können, das fragen wir jetzt Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe. Hallo Herr Sommer. Hallo Herr Koch. Ich sitze auf dem Balkon, Sie können so lange noch mal den Ausblick genießen auf die Stuttgarter Weinberge. Was ist denn aus Umweltsicht das größte Problem beim Deo? Das sind zwei Dinge. Tatsächlich beides Aluminium. Das eine ist die Verpackung. Bei einer Aluminium-Spraydose sind das ganze 40 Gramm Aluminium auf gerade mal 150 Milliliter Inhalt. Und davon ist ein großer Teil dann auch noch Treibmittel, also gar kein echter Wirkstoff. Und das sieht dann durchaus bei anderen Verpackungen, die aber auf einer anderen Seite wieder umweltfreundlicher sind, eben auch so einem Glas-Roll-On-Deo, auch nicht besser aus. Auch da werden zum Beispiel 50 Milliliter Inhalt schnell in mehr als 100 Gramm Verpackung verpackt. Und das zweite Hauptproblem ist tatsächlich das Aluminium als Inhaltsstoff, vor allem wenn es um diese Antitranspirantien geht. Da ist dann durchaus bis zu 7% Aluminium drin und bei solchen Kristalldeos auch ganze 20-30% Aluminium. Das ist eine ganze Menge und Aluminium ist eben wirklich sehr umweltschädlich. Aber ich habe mal noch eine Nachfrage zu dem Aluminium. Es war eine Zeit lang super verschrien, Aluminium ist für den Menschen auch nicht gut. Dann heißt es, für den Menschen ist ein Antitranspirant mit Aluminium unbedenklich. Wie sieht's denn da aus? Also tatsächlich hat das Bundesamt für Risikobewertung seine Bewertung etwas revidiert. Vor einigen Jahren hatten sie noch ganz klar vor solchen Antitranspirantien, also Deos mit Aluminium, gewarnt. Jetzt sagen sie, dass die eine konkrete Nachweis, dass die dann eben Alzheimer oder Brustkrebs auslösen, eher unwahrscheinlich ist. Aber man muss auch sehen, dass außer Frage steht, dass Aluminium im Körper nichts zu suchen hat. Es hat für den Körper keine biologische Funktion. Und die Höchstmenge, die wir aufnehmen sollten an Aluminium, die wird bereits bei vielen von uns überschritten. Das heißt, wir sollten immer da, wo es geht, Aluminium auch vermeiden. Und das bedeutet auch beim Deo die Finger von lassen. Und wenn es in die Umwelt kommt, ich wasche es beim Duschen ab, dann ist es da wahrscheinlich auch problematisch. Auch dann ist es problematisch, weil es ja in der mit dem Abwasser in der Kläranlage landet, sich dort dann im Klärschlamm vor allem anreichert und der ja zum Teil immer noch auch landwirtschaftlich ausgebracht wird und damit dann auch in der Umwelt landet. Das besondere Problem bei Aluminium ist aber tatsächlich die Herstellung. Befindet der Abbau in Regenwaldgebieten ab, dass eben auch Urwald zerstört wird. Es entsteht immer ein extrem giftiger Rotschlamm als Endprodukt und der wird einfach nur endgelagert und in solchen großen Schlammbecken, die auch immer wieder brechen können. Also hier gab es auch in Europa große Umweltkatastrophen, wo ganze Ökosysteme zerstört wurden und am Ende ist die Aluminiumproduktion auch extrem energieaufwendig. Okay, zu den Inhaltsstoffen kommen wir gleich. Bleiben wir mal bei der Verpackung. Gibt es denn überhaupt eine gute Verpackung? Es gibt durchaus gute Verpackungen. Grundsätzlich ist es schon mal besser, ein festes Deo zu haben als ein flüssiges. Auf keinen Fall sollte es ein unter Druck stehende Flüssigkeit sein, wie etwa bei den Sprühdeos. Es gibt auch solche Tiegel, teilweise auch aus 100% Recyclingmaterial. Auch das ist besser. Und es gibt sogar auch Nachfüllflaschen. Warum sind denn flüssige Deos schlechter als feste Deos? Bei Flüssigkeiten ist es so, dass man ja zum einen noch das Wasser mittransportiert, wodurch sich der Transportaufwand erhöht. Und zum anderen ist es eine Flüssigkeit einfach deutlich schwieriger zu verpacken als ein Feststoff und muss also, ja, man braucht deutlich mehr Verpackungsmaterial dafür. Wenn ich auf die Inhaltsstoffe wiederum gehe, jetzt hatten Sie Aluminium schon angesprochen, worauf kann ich da achten, wenn ich möglichst nachhaltig sein möchte? Zum einen sollte man sich wirklich vergewissern, dass kein Aluminium enthalten ist. Manchmal kommt das auch unter so einem Deckmantel wie Alaun oder Alum. Das ist bei solchen Kristalldeos der Fall. Also auch vor denen sollte man die Finger lassen. Aber auch Duftstoffe können unter Umständen problematisch sein. Besonders dann, wenn es keine ätherischen Öle sind, sondern synthetisch hergestellte Duftstoffe. Besonders solche Moschusverbindungen. Hier gibt es einige, die auch, bei denen es nachgewiesenermaßen, dass die eben auch Krebs auslösen oder auch den Hormonhaushalt des Menschen beeinträchtigen. Und man muss sich ja auch klar sein, dass diese ganzen Mittel am Ende, wenn man sich wäscht zum Beispiel, dann auch im Abwasser landen und damit auch in der Umwelt landen können. Wenn ich dann jetzt in die Drogerie oder in den Supermarkt gehe, stehe ich ja wirklich vor sehr, sehr vielen Deos. Worauf kann ich da beim Kauf achten? Am besten schaut man auf bestimmte Siegel. Also ein Bio-Deo sollte man in jedem Fall wählen oder auch eins mit einem Siegel, dass es sich um zertifizierte Naturkosmetik handelt. Auch dann sind sehr viele dieser problematischen Inhaltsstoffe gar nicht erst drin. Herr Sommer, wir haben auch Deo selbst gemacht. Einmal Sprühdeo, einmal Creme. Man muss einfach bei Kokosöl wissen, dass es von der Umweltbilanz her ähnlich problematisch ist wie Palmöl, wenn nicht sogar schlimmer. Das heißt aber nicht, dass man es komplett vermeiden muss, sondern dass man hier eben wirklich auf solche Zertifikate achten soll, eben
Bioanbau oder eben ja, Rainforest Alliance und so weiter, dass es eben nicht aus einem Anbau stammt, wo Regenwald dafür abgeholzt wurde. Aber war das Deo, so wie wir es hergestellt haben, gut aus Ihrer Sicht? Also der Vorteil beim selbstgemachten Deo liegt ja darin, dass man den kompletten Überblick über die Zutaten hat. Das heißt, man kann hier problematische Inhaltsstoffe auch sehr gut vermeiden und man kann natürlich auch sehr viel Verpackungsmüll dabei einsparen. Vielen Dank, Herr Sommer. Ich habe übrigens gelernt, dass ich das schlechteste Deo habe. Ich habe eine Sprühflasche und die ist aus Aluminium. Das sollte sich, glaube ich, schnell ändern. Am besten ja. Also auch für Ihre Gesundheit und für die Umwelt auch, ja. Fazit. Am nachhaltigsten ist das hier. Eine Deo-Creme, also ein festes Deo. Ist super ergiebig und hat viel Inhalt mit vergleichsweise wenig Verpackung. Wenn es doch flüssig sein soll, dann ist ein Pumpspray aus der Plastikflasche, die bestenfalls noch einen Recyclinganteil hat, deutlich besser als ein Spray mit Treibgas aus der Aludose. Also mir persönlich reicht's mit Sport für eine ganz lange Zeit, aber solltet ihr Wintersportler sein, dann ist dieses Video interessant für euch. Ich habe mal versucht herauszufinden, was ist nachhaltiger, Skifahren im Skigebiet oder in der Skihalle? Und für alle Couch-Potatoes ist dieses Video interessant. Katharina hat sich mal die Frage gestellt, wie komme ich eigentlich an nachhaltige Möbel? Und ansonsten habe ich folgenden Deal für euch. Ich gehe jetzt duschen und ihr dürft gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.